Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Heute hier gegen einen Masterzerg auf Ulrena als Protoss. Auf Ulrena ist natürlich als Protoss ein bisschen blöd, aber ich werde auf jeden Fall Adepten spielen. Bei dieser kurzen Distanz bietet sich das schon an. Also, Nexus First kann ich mir eigentlich nicht erlauben, glaube ich, nicht auf Ulrena. Nee, das mache ich nicht, aber ich werde hier erst das Gateway nehmen, dann den Nexus und dann ein zweites Gateway. Bevor dann der Cybernetics Call dazu kommt. So. Zack. Mal losfahren. So. Wobei mir das schon wieder zu denken gibt, dass ich hier schon wieder Master-Gegner bekomme. Das ist so eigentlich nicht vorgesehen. Nicht auf meinem Random-Account. Wobei ich ja das letzte Spiel mit Terranern gewonnen habe. Das war ja letzte Folge. Von daher bessert sich da vielleicht etwas. Aber ich denke, dass der aktuell vielleicht nicht mehr so ganz auf Master-Niveau spielt, weil er nicht so häufig gespielt hat in dieser Saison oder so. Mein Gegner. Ich glaube nicht, dass ich so hoch bin, um ehrlich zu sein. Was das MMR angeht. Zack. Zack. Na gut, holen wir uns doch erst nochmal den Cybernetics Core. Jetzt fahren wir mal eben hier hin. Dann das zweite Gateway. Das brauchen wir nämlich auch unbedingt. Ich will schon zwei Adepten bauen jeweils. Zack. Dann einen Pylon, den wir auch gerne vorne hier an die Ramp setzen können, um hier nachher Photon Overcharge setzen zu können. Und erstmal weiter Probes bauen. Wir schicken ihn auch schon mal rüber hier, zumindest an den Watchtower, um zu sehen, ob hier was rüberkommt. Zweites Gas können wir auch gleich gebrauchen. Zack. Beides auf 5 legen. So. Erster Adept macht sich auf den Weg. So. Mothership Core können wir uns auch schon holen. So, der kann dann auch nach vorne fahren. So, wir müssen jetzt hier eben schauen, dass wir weitere Adepten produzieren. Das ist mir auch gerade am wichtigsten. Und ich werde mit 3 Adepten zeitgleich angreifen. So lange warte ich jetzt einfach nochmal auf die beiden. Werde dann weitere Adepten hinterherholen. Ehre den Dalai Lama. So. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Und dich bitte. Schicken wir dir schon mal rüber. Weiter hochdrohen. Und da muss ich jetzt gleich eine Transition spielen. Das heißt, nach diesen beiden Adepten werde ich dann. Unser ruhmreicher Drohnenpush. Roach Push, so wie es aussieht. Ravager sogar. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Das heißt, wir bereiten uns hier mal auf einen Push vor. Auf einen 2-Base All-In. Stalker Sentry. Wobei ich jetzt gerade gleich Supply Lock bin, das ist nicht so schön. Ja, da kommt das schon. So. Forschung abgeschlossen. Wobei wir eigentlich mit denen mal hier weiter pushen können. Denn das kann ja keinen Nachteil für uns geben eigentlich. Feindkontakt. So soll es geschehen. Okay, da kommt die dritte gerade. Hat ziemlich wenig Drohnen. Oh, meine anderen Gateways sind nicht ausgeklappt. Ich bin hier.
Ich hätte gerne gewusst, was da noch rauskommt. Das wäre gut gewesen. Aber naja, können wir nicht ändern. Dass wir das jetzt aktuell nicht rausfinden werden. Die Frage ist, soll ich jetzt direkt die dritte nehmen? Ich glaube, wir sind eigentlich in der Position, das zu tun. Das war schon Leertech? Nee, kein Leertech war da. Das heißt, er kann jetzt auch hier nicht irgendwie... So. Jetzt schon mal ein bisschen was nach vorne. So. Pylonen sind wieder da. Das sollte nicht das Thema sein. Ist halt schon wieder sehr aggressiv. Aber da ist die Frage, ob ich nicht gleich nochmal weiter pushen soll. Gut. Jeder Overlord, den er verliert, ist jetzt natürlich gut für uns. So. Sollte auch gleich unbedingt nochmal für Detection sorgen, falls gleich dann doch noch ein Burrow dabei ist. Werde dann aber jetzt gleich lospushen. Also das macht hier keinen Sinn, so ewig zu warten. Er selber hatte relativ wenig Drohnen. Sollten wir doch den Zeitpunkt erwischen, wo er gerade erst hochgedroht hat und noch nicht von diesen hohen und der hohen Anzahl an Drohnen profitieren konnte. Das ist zumindest hier der grundlegende Plan. Da haben wir Einheiten gesehen. Was waren das hauptsächlich? Solution Chamber, ein paar Roaches, aber echt wenig. Vielleicht können wir ihn überraschen, wenn wir ein bisschen von dort kommen. Gehen. So. Trotzdem Transition-Möglichkeiten schaffen. Forge und eine Forge und okay. Halt, was kommt dazu? GG! Da hatte er scheinbar zu stark hochgetaggt, beziehungsweise hat halt einen frühen Push probiert. Ich schau mal gerade. Er war im Armee-Supply dann deutlich hinten, nachdem er hier einmal aufholen musste, was die Drohnen angeht. Hedge, Pool und direkt den Roach Run bei 2 Minuten. Hat halt viel zu wenig Worker. Also er hat halt versucht, mich direkt zu töten. Das hat halt nicht funktioniert. Das war mein Vorteil. Ja, das war's für den ersten Teil dieser Folge. Wir sind natürlich noch dabei, gleich einen zweiten zu machen. Denn das Match war ja sehr kurz. Bis gleich. Okay, Teil 2. Diesmal in einem ZVT auf der Orbitalwerft. Was machen wir denn da mal? Soll ich nochmal meinen Queen All-In auspacken? Mein Queen Nidus All-In? Der hat ja gegen den Protoss in der vorletzten Folge, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ich würde sagen, das probiere ich jetzt einfach nochmal. Kommen. Man muss sowas ja auch ein bisschen öfter trainieren. Wobei natürlich einfach ein Liberator ausreichen würde, da um meine Aggression direkt, ja, ad acta legen zu können. Aber trotzdem, manchmal muss man halt ja auch diese Risikos eingehen. Und das machen wir mal in dem heutigen Spiel. Ja, ich habe Lust richtig auf diesen Push. Das heißt, wieder ein früher Leertech, kein Speed für meine Linge, sondern halt direkt den Roachrun. Und wichtig ist natürlich, dass unsere Overlords überleben. Das ist wirklich extrem wichtig. Und das kann sowas von schief gehen immer. Ich habe jetzt auch gar keinen Spawning Pool gebaut, beziehungsweise ist jetzt relativ spät bei 18 Drohnen. Das hätte eigentlich schon vorher passieren müssen, aber durch meinen Redefluss hier war das nicht so optimal. Wird jetzt gleich, wenn ein Reaper kommt. Da kommt allerdings erstmal ein WBF. Um zu scouten natürlich. Schauen, ob wir gleich gebunkerrushed werden. Ah, gut. Bunkerrush wäre nicht so toll bei dieser Strategie. Auf jeden Fall bräuchten wir diese zweite Hatchery. Ich habe gar nichts auf meinen ersten Hotkey hier gelegt. Brauche ich doch, um hier APM zu spammen.
zumindest so ein bisschen. Wie mache ich das ja gar nicht in den Aufnahmen? Das habe ich mir sogar fast ein bisschen abgewöhnt. Früher bin ich viel häufiger hier so immer hin und her gesprungen. Aber das ist was glaube ich fürs Zuschauen eher unangenehm ist. Deshalb habe ich das inzwischen gelassen. Ich habe gar keinen Overlord gebaut. So und so. Die ersten beiden Linge brauchen wir trotzdem. Soll ich doch noch Speed nehmen? Wir nehmen erstmal Speed, ja. Ich glaube, ich sollte genug Gas sammeln hier relativ schnell, um den Leertech gleich andrücken zu können. Das sollte nicht das große Problem werden. Es scheint keinen Reaper zu geben, wenn ich das hier richtig sehe. Ich scout mal, ob hier irgendwas geproxied wird. Ich kann natürlich eine Factory stehen. Ah, hier steht erstmal ein WWF, was hier versucht, unsere Hütte zu verhindern. Das kann es gerne längere Zeit noch probieren. Denn es wird jetzt hier in naher Zukunft keine dritte geben. Stattdessen nehme ich hier unbedingt das zweite Gas. Roachron. Leertech. So. Zack. Ich würde allerdings am liebsten hier mit dem gleich wieder den Nidus setzen, an der Natural, weil ich immer das Gefühl habe, dass da die Leute weniger aufpassen als in der Main, wo sie ja irgendwie mehr Makro natürlich. So, aber erstmal brauchen wir noch ein paar mehr Drohnen. Und weitere Queens brauchen wir auch unbedingt. Und Overlords. Immer mehr Overlords. So, jetzt können gleich die ersten Roaches gebaut werden. Ich glaube, es reicht hier auch schon fast, was ich an Workern habe. Dann brauchen wir hier noch. Eine da noch, ist das ein Overlord? Ja, brauchen wir noch zwei. Und dann können ansonsten hier die ersten Roaches in Auftrag gegeben werden. Immer mal wieder natürlich Overlords. Injects lassen wir jetzt einfach mal sein. Jetzt hier auf den Weg. Weitere Queens bauen. Weitere Overlords bauen. Weitere Roaches bauen. So. Ah, ich brauche 100 Gas. Deshalb habe ich jetzt gerade mal ein paar Linge da reingeschickt. So, als würde das hier nicht auf dem Schirm haben. Ah, jetzt sieht das. Hat hier aber auch sehr, sehr... Hat nicht mal ein... Orbital Command hier. Reißen wir erstmal die Hatchery hier ab. Okay, doch nicht. Sehen. Okay. Wir müssen, glaube ich, jetzt nochmal die Transition spielen, aber wir haben so viele Worker gekillt, dass das hier nicht so schlimm sein sollte. Ich hatte halt nur keine Injects, weil ich die Queens beide vorne hatte. Also jetzt einfach hier schön weiter ticken und dann sollte das Ganze eigentlich nicht so wild sein. Frage ist, ob er eine dritte hat. Ich glaube aber eher nicht. Kann ich aber gerade gar nicht so richtig wissen.
So. Hatte ich? Nee, die hatte ich schon gebaut. Brauche ich nicht. Lieber ein Hydro denn. Zack. Ups. So war das nicht gedacht. So, linke Pumpen. Denn ich muss irgendwie meinen Mineralienstand hier runterbekommen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Kommt doch rüber, bitte, meine Einheiten. Ja, und bitte nicht so, sondern hier hinterher. Ja, kommt bitte runter. So, die ziehen wir rüber. Zack. Und dann wird gleich gepusht. Erster Hydra steht auch. Okay, wir saturieren erstmal nochmal die dritte. Ich glaube, das wäre die sichere Variante. Echt mal langsam meine. So, Upgrades. Zack, Drohnen. Nein. Sind nicht alle, sondern bitte hier hinten hin. Um da mal wieder ein bisschen vorsorgen zu können. So, und jetzt sollte ich genug Drohnen haben. Das nächste Upgrade schnell anschmeißen, dann ein paar Hydras. Upgrade können wir auch gut gebrauchen. Ich habe halt leider von das Command Center nicht bekommen. Wo sind denn meine Einheiten alle hin? Das ist nervig. Wann kommen die denn endlich mal? So, weil er keine Upgrades hat. Überhaupt keine. So, und rüber. Zack, 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 zack. 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 Okay. Das klappt hier nicht. Jetzt unterbricht er auch noch das Spiel. Wir sehen uns gleich mal im kurzen Cut wieder. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ich hab nicht mal
hat halt immer noch 0-0. Das ist mein einziger Vorteil, den ich habe. So, immer weiter setzt er hier fleißig Dritte nach. GG Lag, ja, ja. Das glauben wir dir. Nein, das Spiel war eigentlich schon am Anfang vorbei, nachdem ich den All-In da gewonnen habe. Aber leider hat er mit seinem Dropplay da doch mir ordentlich einen Streich immer gespielt. Ja, wir sehen hier, Vietnami war ich ziemlich weit vorne die ganze Zeit. Da kam dann dieses blöde Dropplay von ihm. Er hatte zwischendurch gar keine Arbeiter mehr, hat sich dann aber ziemlich hoch gekämpft, meine Güte. Aber naja, gut, es ist auch Arbeiter aktiv, wahrscheinlich hat er zwischendurch einfach nicht gemeint. Das wird damit, ich glaube nicht, dass ihr alle Arbeiter abgeräumt habt, oder? Doch, doch, eigentlich schon, ne? Also er hatte auf jeden Fall das Glück, dass er natürlich Command Center hatte. Und Orbitals. Wobei er, glaube ich, da. Komm, das schauen wir uns mal eben ganz schnell an. Auch wenn das für mich wieder blöde Schneidarbeit ist, weil dann wieder mein Facecam-Rahmen woanders hin muss. Dennoch schaue ich mal einmal kurz ins Replay. Weil der hatte ja kein Orbital Command an seiner Natural. Warum nicht? Das irritiert mich dann doch ein bisschen. Schauen wir mal schnell, was er hier gemacht hatte. Hatte ich hier tatsächlich aber Command Center First gespielt? Aha. Interesting. Und hat weiter WBFs gebaut und drittes Command Center gebaut. Warum baut er nicht Orbital Commands? Sehr, sehr merkwürdig. Die sind nun absolut wichtig. Dann kann man jetzt gleich mal ein All-In. Dann schauen wir jetzt nochmal aufs Income. Jetzt 26. Also er hat halt drei Orbitals. Wobei kriege ich das hier nicht. Ich glaube, das kriege ich auch nicht. Ich glaube, er hat das hier... Oder ist das kaputt gebrannt? Ne, er hat es repariert. Hatte jetzt allerdings 5 Worker, ja, ja. Und jetzt hat er mich hier viel zu sehr verarscht mit seinem Dropplay. Ich hätte einfach vorher Spores und Spines setzen müssen, dann wäre das alles kein Thema gewesen. Wir sehen hier, ich habe doppeltes Supply. Meine Worker sind hier auf dem Vierfachen, wobei er natürlich Mules hat. Immer Mules, wir sehen hier, hat das gleiche Income wie ich. Ja, ne? Das nenne ich ein gutes Game Design. Aber man darf nicht vergessen, das hat er hier sehr gut gemacht. Da hat er mich wirklich outmicroed. Keine Frage, wir sind hier mit 350 APM unterwegs. Ich dagegen nicht so. War hier deutlich überfordert, was das Micron angeht. Der hat hier schon ziemlich viele Worker geholt und sich deshalb hier auch durch seine drei Command Center natürlich auch vor allen Dingen sehr berappelt. Ja, also den Rest müssen wir jetzt nicht mehr angucken. Das ist jetzt nicht mehr so spannend. Dann habe ich es dann nachher doch noch gefinisht. Aber er hatte halt drei Command Centers. Das hat ihm sehr geholfen. Allerdings auch sehr gierig. Und warum er die nicht in Orbital Commands verwandelt hat, weiß ich allerdings auch nicht. Schauen wir einmal auf sein Profil hier. Vielfacher Diamantspieler. 31 zu 32, jetzt nicht so bombastisch. Letzte Saison auch Diamant 76 zu 71. Naja, war so, also Mittelklasse Diamantspieler. So wie ich ungefähr, würde ich sagen. Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.